Dann darf ich Sie und euch begrüßen zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag, 14 Uhr hier im Karl-Benz-Stadion, SV Waldhof Mannheim gegen den VfL Osnabrück. Einmal die Information, wir sind bei 7.000 verkauften Tickets, davon 550 im Gästebereich. Eine Information noch zur Parkplatzsituation, der Friedensparkplatz 2 ist für Gäste reserviert, dafür der Friedensparkplatz 3 für Heimfans, dazu wie gewohnt natürlich der Parkplatz F20 am Maimarktgelände. Und dann kommen wir gleich zum sportlichen Teil und dafür möchte ich auf dem Podium unseren neuen Cheftrainer Bernhard Raas begrüßen. Guten Morgen, Bernhard. Guten Morgen. Dann zum Personal. Nicht zur Verfügung stehen uns weiterhin Malte Karpstein und Niklas Hoffmann, dazu Manuel Braun mit seinem Muskelfaserriss. Und dann Bernhard, dann erzähl doch mal, wie sind deine ersten Eindrücke von der Mannschaft und hier vom Training? Ja gut, ich kenne das hier ja alles und für mich war das wie so ein Nachhausekommen. Mannschaft war gestern sehr engagiert, sehr fokussiert. Ich glaube, wir haben ein gutes Training gestern gemacht. Es geht natürlich jetzt darum, dass wir uns sehr schnell kennenlernen miteinander. Was erwarte ich von der Mannschaft? Was können sie umsetzen? Jetzt brauchen wir eine gute Mischung für den Spieltag. Alles werden wir natürlich nicht umsetzen können, aber dass wir einfach eine gute Mischung hinkriegen von dem, was ich mir so vorstelle und was die Jungs dann auch umsetzen können. Was für ein Spiel erwartest du am Samstag? Ja, Koshinat kennt man ja, also der doch sehr auch körperbetont mit seiner Mannschaft spielen kann und der die natürlich jedes Mal hochfährt, auch von der Außenlinie sehr aktiv ist, sehr viel Coach, sehr laut ist und sehr emotional ist. Also das wird schon ein richtig heißer Tanz. Wir müssen trotzdem unsere Nerven behalten, dürfen uns da nicht leiden lassen und müssen versuchen, fußballerisch, spielerisch in der Kombination Lösungen zu finden, um zu Torchancen zu kommen. Vielen Dank, Bernhard. Dann würde die Kollegin Maja Prombacher auf Handzeichen das Mikrofon reichen und wir fangen an in der ersten Reihe mit Christian Geratz für die Rheinpfalz. Herr Traas, guten Morgen. Wie sehr haben Sie die dritte Liga in den vergangenen Monaten, vielleicht auch in den letzten eineinhalb Jahren verfolgt, sodass Sie einschätzen können, mit wem Sie es zu tun bekommen werden? Und zweite Frage, haben Sie schon im Kopf die Startaufstellung für Samstag gegen Osnabrück oder brauchen Sie da doch noch ein, zwei Trainingseinheiten? Ja, wir brauchen da sicherlich noch die eine oder andere Trainingseinheit. Wir haben natürlich schon natürlich die Tage, seit der erste Kontakt am Sonntag war, uns natürlich extrem mit der Mannschaft befasst. Mein Co-Trainer Benny war dann schon auch immer mal wieder im Stadion, weil uns einfach Waldhof extrem am Herzen liegt. Ich habe es so ein bisschen vermeidet, weil ich jetzt da auch fairnesshalber gegenüber dem Coach, der aktuell ist, keine Unruhe reinbringen wollte, weil der Verein mir einfach am Herzen liegt und ich weiß, wie das ist. Wenn dann so ein Ex-Trainer auftaucht, ja, dann wird gleich wieder spekuliert. Deshalb habe ich das versucht einfach zu vermeiden und habe das natürlich extrem verfolgt. Ich wohne ja vor der Haustür und deshalb viele Leute auch aus meinem Umfeld oder von der Bergstraße lieben den Waldhof, sind auch sehr oft da. Also das Umfeld ist schon weiträumig bis in den Odenwald rein, nicht nur hier in Baden-Württemberg, auch im hessischen Bereich. Ist Waldhof immer ein Thema, gibt es sehr viele Fans und deshalb ist man ja da auch permanent, wenn man auch privat mal unterwegs ist, permanent auch im Austausch mit Leuten, die zum Waldhof gehen. Dann Wolfgang Kessel für den SWR. Guten Morgen. Hallo. Können Sie mal so ein bisschen die Chronologie erklären, ab wann es den ersten Kontakt gab mit dem Verein, also ab wann ist der Verein zum ersten Mal auf Sie zugetreten wegen der Nachfolge von Herrn Antwerpen und was ist bis gestern dann passiert? Ja, ganz üblich Sonntagabend oder Sonntag ist Anthony, hat mich kontaktiert. Dann gab es ein sehr langes Gespräch über den Verein, über die Mannschaft. Christian Beetz war Montag bei mir, was ich sehr geschätzt habe, ja. Dass wir da auch so ein paar Sachen besprechen, ein paar Sachen vielleicht auch in der Vergangenheit,
ich will nicht sagen auf, es gab nichts aufzuarbeiten, weil ich mit der Familie Beetz gab es nie ein Thema. Aber trotzdem muss man über ein paar Sachen reden, dass man dann sehr rein und frei und dann auch in den nächsten Job geht. Nicht, dass da irgendwo was hängt, ja, und irgendeiner denkt, es muss doch ausgesprochen werden, und so ist der Ablauf. Und ab dem Zeitpunkt, wo man kontaktiert wird, schaut man natürlich sehr viel Video, guckt alle Spiele an, die bis jetzt gelaufen sind, und um sich ein Bild zu machen. Das heißt dann sehr viel Arbeit im Vorfeld, und dann sind die vertraglichen Geschichten, die laufen dann parallel, und dann gibt man eine Zusage, und dann muss man die vertraglichen Dinge regeln, und dann kommt es zum Abschluss. Ja. Thorsten Hof für den Mannheimer Morgen. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben viel Video geschaut. Was war der Eindruck von der Mannschaft, die Sie gesehen haben zuletzt, die auf dem Platz stand? Also war da Verunsicherung, oder und was ist das, was Sie jetzt umsetzen lassen wollen? Also wie sieht so der Fußball aus, der Ihnen vorschwebt, im Gegensatz zu dem vielleicht, was Sie gesehen haben bisher? Also ich habe schon eine sehr engagierte Mannschaft gesehen, die fightet, die kämpft. Leider dann auch sehr viele Ballverluste, sehr viel Hektik, hat sicherlich mit einer gewissen Unsicherheit zu tun, aber das ist mir aufgefallen, dass sie sehr willig ist. Ich habe mir viele Einzelspieler dann natürlich auch nochmal angeguckt, wie haben sie in ihren alten Vereinen gespielt und so, was für ein Potenzial ist da. Aber das wird sicherlich ein Ansatz sein, dass wir versuchen, ein besseres Kombinationsspiel zu spielen. Das ist aber ein Prozess, das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen. Also ich meine, die Mannschaft hat sich jetzt einen Stil angewöhnt, der für sie auch gut war und wo sie auch die Klasse gehalten haben. Aber das wird jetzt, so wie ich Fußball sehe, wird es sich doch ein bisschen verändern, aber es wird jetzt eine Mischung werden, natürlich auch von alt und neu, weil alles werden wir natürlich nicht umkrempeln, und da brauchen wir natürlich sehr viel Geduld, auch von den Zuschauern, die Waldhöfer, die sehr, mit sehr viel Herzblut in jedem Spiel sind, die Fans, ja, und da werden wir einfach versuchen, vielleicht die eine oder andere Chance mehr zu kreieren, mehr rauszuspielen, es sind dann viele Dinge einfach, ja, dass wir auch mal über den Flügel kommen, dass wir einen tiefen Gang haben, dass wir auch mal ein kurzes Kombinationsspiel haben. Aber trotzdem, ist ja immer so eine ganzheitliche Sache im Fußball. Geht nicht nur immer das eine, manchmal geht vielleicht auch, der lange Ball, der sehr oft gespielt worden ist, ja. Der wird auch kommen, klar, aber der wird nicht ausschließlich kommen. Christian Gerhardt für die Rheinpfalz. Wir hatten ja hier vergangene Pressekonferenzen, da wurde ziemlich über die Mannschaft hergezogen, wurde ja die Emphase, die Empathie abgesprochen, viele Fehler, Marschrichtungen seien nicht eingehalten worden. Wie viele Psychologe müssen Sie im Moment geben? Ja, ich sag mal, Fußball ist ein Fehlerspiel, ja, das findet einfach statt in jeder Mannschaft. Das muss man akzeptieren, und Psychologe, es geht einfach über gutes Training, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Ja. Das eine ist natürlich Streicheleinheiten, aber damit wird man nicht besser. Man wird einfach nur besser, wenn man jeden Tag einen guten Job macht auf dem Training, und dann kann man das auch letztendlich im Spiel umsetzen. Wenn man im Training nicht gut arbeitet und dann gestreichelt wird, dann wird man nicht besser spielen. Man kann sich da auch nur selbst helfen, ja, indem man das, was ich sag mal, die Trainer, das Trainerteam anbietet, dass man das versucht maximal umzusetzen, und dann kommt Sicherheit in den Spieler rein, und die Sicherheit wird er dann auch eher, ich sag mal, auf dem Platz umsetzen können. Gerhard Mertin fürs Metropoljournal. Bernhard, gestern die erste Trainingseinheit. Du hast gesagt, du hast das Spiel gegen Rostock im Fernsehen gesehen, hast Unsicherheit gesehen bei der Mannschaft, aber auch Ansätze erkannt, also wo du ansetzen kannst.
Gab es außer der Trainingseinheit auch die Gelegenheit, gestern Einzelgespräche mit Spielern zu führen? Und wenn ja, also Schlüsselspielern, und wenn ja, was kam da für ein Feedback? Ja gut, wir haben jetzt erstmal einen Mannschaftsrat zusammengeholt, um mit dem zu reden. Jetzt Einzelgespräche, ja, mal kurz auf den Weg raus, aber so viel Zeit ist ja dann auch nicht für einen Coach. Das wird natürlich heute, das wird die nächsten Wochen permanent sein, dass man versucht, mit sehr vielen Spielern zu sprechen. Ob man alle schafft, ist eine andere Sache, aber wir haben mit dem Mannschaftsrat gesprochen, haben die Eindrücke natürlich vom Mannschaftsrat bekommen, haben unsere Eindrücke gegeben, was wichtig ist. Ich meine, Mannschaftsrat ist ja dafür da, dass er was auch vermittelt, ja, und nicht, dass er nur gewählt worden ist, sondern da erwarte ich natürlich schon auch viel von den Jungs, ja, dass die auch sehr viel Input auch, ich sag mal, dann weitergeben einfach in die Mannschaft. Ne. Im Detail, was wir da besprechen, möchte ich jetzt hier nicht sagen, aber das wird natürlich ein permanenter Austausch sein. Ronny Ding für die Rhein-Neckar Zeitung. Es gab sehr oft 1-0 Führungen in der bisherigen Saison, die man noch aus der Hand gegeben hat. Ich habe jetzt aber auch den Willen, das zweite Tor zu machen, gar nicht immer so richtig gesehen. Ist das auch so ein Ansatz? Natürlich, wenn man es schafft, dann, ich sag mal, auch eine gewisse Dominanz auf dem Spielfeld zu bekommen, dann kann man natürlich auch leichter auf ein 2-0 spielen. Aber wenn man natürlich dann irgendwo in die Defensive gedrängt wird und nur verteidigen will, das wird nicht funktionieren. Ja. Weil dann ist es ja oft, ja, wenn du dem Gegner einfach viele 16-Meter-Räume gibst, ja, dann kann ja immer was abgefälschter Ball, nicht gut abgewehrter Ball, freier Schuss. Ja. Klar sind das natürlich die Ansätze, die wir verändern wollen, aber ja, das wird man dann natürlich im Training und dann auch irgendwo im Spiel sehen, wie weit können wir es verändern, aber so möchte ich eigentlich nicht spielen, dass wir 1-0 führen und dann mit allen mal verteidigen. Das wird auch mal vorkommen, das kann auch mal 10 Minuten zum Schluss vorkommen, wenn der Gegner alles riskiert, aber dann sollte man schon, ich sag mal, auch versuchen, einen guten Konter zu landen, wenn ein Gegner mal offen steht, um ihn dann, ich sag mal, ein zweites zu machen. Ne? Das soll ja immer das Ziel sein, im Fußball auch ein Tor zu schießen. Ja? Ich meine, das macht es ja auch irgendwo aus. Ja? Ich meine, und das muss auch in die Köpfe rein, klar. Weitere Fragen? Nochmal Thorsten Hof für den Mannheimer Morgen. Wie viele Trainingseinheiten habt ihr jetzt noch bis Samstag und was kann man da jetzt nochmal konkret tun? Muss ich da jetzt auch eine Mannschaft finden, die Ihnen im Kopf vorschwebt oder was sind das? Ja, wir werden jetzt natürlich, gestern haben wir einmal trainiert, heute werden wir einmal trainieren, heute werden wir, ich sag mal, ein paar taktische Dinge mit einbringen, aber wir können sie natürlich jetzt nicht auch überhäufen mit unseren Ideen, ja, das macht ja, also da müssen wir sehr vorsichtig jetzt rangehen. Was geben wir der Mannschaft weiter, was ist sie vielleicht schon fähig umzusetzen und das braucht jetzt einfach einen guten Mittelweg. Und morgen natürlich nochmal ein Training, klar. Wolfgang Kessel für den Südwestrundfunk. Ganz kurz noch zu Ihrem Werdegang, Sie waren, glaube ich, zuletzt Co-Trainer beim VfB. Ja. Was haben Sie seitdem bis jetzt gemacht? Ja, ich habe mich um Fußball gekümmert, habe mich auch regeneriert, ja, was man ja auch, ich sag mal, man muss ja immer frisch sein, auch wenn man so einen Job übernimmt. Und von einem zum anderen zu springen, ist jetzt nicht meine Art. Man muss ja auch bedenken, wenn du dann auch bis 39 Fußball spielst, ist das anders, wie wenn du jetzt als junger Trainer da irgendwo startest und vielleicht nicht so die Fußballkarriere hinter dir hast. Das hat ja auch gezehrt und ich sag mal, auf der Festplatte ist ja irgendwo was drauf, auch beim Trainer oder der so lange gespielt hat. Deshalb war es für mich einfach wichtig, auch da auch ein bisschen runterzufahren und dann halt auch einzusteigen, wenn man die Frische wieder hat und die Begeisterung hat. Ja, und das war jetzt bei mir der Fall. Deshalb, also ich hätte jetzt früher schon reingehen können. Ja, war jetzt im Winter, glaube ich, 3 Sachen, wo ich hätte reingehen können. Aber da war ich einfach nicht bereit und habe die Mannschaft und es auch nicht so gesehen, dass ich es jetzt unbedingt machen muss. Ja, dann soll man es, glaube ich, auch nicht machen. Und jetzt
ist natürlich, Waldhof ist für mich natürlich was Außergewöhnliches und jetzt war der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, Feuer und Flamme. Nachfrage? Das heißt, Sie haben sofort Ja gesagt, als der Waldhof gefragt hat oder mussten Sie kurz überlegen? Oder? Ja, man macht sich immer Gedanken. Natürlich, das Herz sagt Ja, der Verstand gehört auch dazu. Ich meine, ich habe mir angewöhnt, nicht immer alles, auch wenn ein Spieler irgendwas möchte, wenn der was möchte, einfach mir die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, bevor ich irgendwas sage. Das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, Vor- und Nachteile und sowas auch ein Stück schon abzuwägen. Ja? Wo ich sage, ich muss in mich gehen und nicht, ja, so Bord, Papp, unterschrieben, dann sagst du, oh, wieso habe ich das gemacht? Ja? Also es soll dann schon eine Überzeugung sein, die mit dem Herz und auch mit dem Verstand einfach stattgefunden hat. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Zum Abschluss noch von mir, Bernhard. Wie sehr freut sich, dass das erste Heimspiel auch gleich ansteht, also wir direkt vor den eigenen Fans wieder starten können? Ja, schön. Ne? Also zu Hause zu starten ist natürlich immer schöner, wie auswärts zu starten. Und wir wollen jetzt alle Energie, ich sag mal, mit unseren Fans, die ja außergewöhnlich sind, Mannschaft, Staff, ja, wir müssen jetzt alle Energie sammeln, um ein gutes Ergebnis jetzt am Samstag zu holen. Das ist jetzt unser Ziel und da ist jetzt der Fokus drauf. Vielen Dank. Dann vielen Dank für euer Kommen und dann sehen wir uns am Samstag wieder hier im Karl-Benz-Stadion. Danke.